Oha, haben wir dich erwischt. Was war da denn los? Ja, wo wollte ich eigentlich sein? Ja. Egal. Erstmal kurz die Kamera abstellen. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und ich habe heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn ihr wisst noch alle, ich habe mal ein Video gemacht über den großen Facebook-Betrug. Diese Gremlins Mogwai-Puppen, die man bestellen konnte, die so toll ausgesehen haben, die ich unbedingt für meine Sammlung haben wollte, die ich mir ins Regal stellen wollte. Als großer Horrorfan gab es ja Mogwai-Puppen. Ali, warum wirfst du mich ab? Gab es ja Mogwai-Puppen, Plüschpuppen, Gremlins im Horror-Design. Ich kann noch mal ganz kurz Bilder zeigen, welche zwei ich bestellt habe, auf was ich gehofft habe. Ich habe nämlich einmal die im Chucky, die Mörderpuppe-Stil geordert. Und ich habe natürlich die im Saw-Look geordert, weil Angebot, nimmst du zwei, kein Versand, sonst was. Was ich bekommen habe, hat mir die Socken ausgezogen, das habe ich euch ja schon gezeigt. Mittlerweile, das ist die Öffnung der Tüte. Mittlerweile hat Adi hier oben irgendwie die Tüte angeknabbert und auf der Seite irgendwie auch. Also der hat da Ohren reingebissen, keine Ahnung. Und guckt euch nochmal an, was wir damals bekommen haben. Da ist es doch, die Mogwai-Puppe Horror-Design Saw und Chucky. Sieht das nicht identisch aus? Das war der größte Rotz, den ich je gesehen habe. Mal wieder gemerkt habe, bestellt nichts im Internet. Glaubt niemanden, der im Internet euch irgendwas andrehen will. Selbst wenn es ein seriöser Shop ist, der einfach total unseriös ist. So, das packen wir jetzt erstmal weg. Viele haben sich natürlich gefragt, was ist aus den Puppen geworden? Was ist damit passiert? Was habe ich gemacht? Ich habe ja gesagt, das werde ich auf jeden Fall nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde bei PayPal einen Fall eröffnen. Habe ich auch gemacht. Jetzt ging das ewig hin und her. Ihr seht, das Video ist jetzt 10 Jahre alt. Das andere, ich sitze hier und ich habe immer noch die Puppen. Was ist passiert? Bin ich drauf sitzen geblieben? Haben die mich abgezogen? Musste ich mir das gefallen lassen? Die Kurzversion, nein, ich habe mein Geld wiederbekommen. Ich habe mein komplettes Geld wiederbekommen. Alles, was ich dafür bezahlt habe, waren ungefähr 50 US-Dollar. Und zusätzlich durfte ich die Puppen natürlich behalten und musste sie nicht zurückschicken. Das heißt, im Endeffekt habe ich jetzt kostenlos diese zwei richtig hässlichen Puppen bekommen. Also hat sich am Ende ja alles gelohnt oder auch nicht. Es war nämlich ziemlich kompliziert, überhaupt an das Geld wieder ranzukommen. Du denkst natürlich, wenn du irgendwo einkaufst und bezahlst mit PayPal, alles ist super, PayPal, gute Sache, Käuferschutz, greift dort. Jetzt habe ich da also bezahlt. Es hat ewig gedauert, ich habe das bekommen. Es war eine Frechheit, hätten sie lieber gar nichts geschickt, dann... Gut, hätte PayPal auch gesagt, keine Ware, Geld zurück. Also schicken sie natürlich was, schicken das. Und dann ist der Verkäufer so schlau. PayPal-Fall wurde gemeldet. Er hat mich angeschrieben, sich mit mir in Verbindung dann auch gesetzt und gesagt, es tut ihm leid, wenn ich unzufrieden bin mit meinem Artikel. Sie bieten mir an, dass ich 10% vom Kaufpreis erlassen bekomme. Dafür kann ich die Artikel ruhig behalten und muss sie auch nicht zurückschicken. Ich habe zurückgeschrieben, möchte ich nicht, 10%, ich will mein komplettes Geld wieder haben. Ich habe für zwei Dinge bezahlt, die ich nicht bekommen habe. Ich habe was ganz anderes bekommen und das möchte ich nicht kaufen. Das ist Mist, das ist Schrott, brauche ich nicht. Habe da auch sehr mit dem Google-Übersetzer gearbeitet, dass ich richtig treffende Worte dafür finde, was für ein Mist das ist. Und dass sie zur Hölle fahren sollen mit ihrem Tricks-Betrüger-Shop. Und... dann kam wieder, PayPal hat gesagt, sie müssen jetzt handeln. Was haben sie gemacht beim Handeln? Sie haben sich mit ihrem Management beraten. Sie bieten an, 20% vom Kaufpreis können sie mir wieder erstatten und dafür darf ich die Puppen behalten. Ich wieder gesagt, nö, mache ich nicht, kein Ding, hin und her. Hab nochmal bei PayPal angerufen direkt. Den Fall eröffnen kannst du ja einfach so. Anrufen ist aber der Schlüssel zum Erfolg. Denn dann habe ich angerufen bei PayPal, da hatte ich eine nette Kollegin dran, die hat sich das alles angeguckt, hat sich die Fotos angeguckt, hat auch gesagt, der Verkäufer würde jetzt auf einmal behaupten, das ist nicht von ihm, das hat er nicht geschickt, das hätte ich einfach ausgetauscht.
und er hat die richtigen Sachen geschickt und ich kann ja jetzt auch gar nicht nachweisen, dass das von ihm geschickt wurde. Zum Glück habe ich aber bei den Fotos, die ich hatte, als ich das alles frisch ausgepackt habe, war ja noch das Sendeetikett drauf mit der Sendungsverfolgungsnummer und allem, alles original verpackt, das alles mit dabei, sodass man das mit der Sendung von ihm in Verbindung bringen konnte. Schon hat er nichts mehr gesagt und plötzlich hieß es, okay, ich soll die Sachen zurückschicken und sobald die Sachen dort ankommen, kriege ich mein Geld zurück. Hat die PayPal-Mitarbeiterin gesagt, so, das ist doch eine gute Sache. Ich muss das halt jetzt auf eigene Faust zurückschicken erstmal, aber ich soll das dann aufheben. Ich soll es als Paket machen, international irgendwas, keine Ahnung, M, versichert bis 50 Euro. Hätte mich natürlich 25 Euro oder mehr gekostet, das überhaupt wegzuschicken. Und ich soll es online machen, das ist wichtig. Ich soll es online frankieren, online mir ein Ticket kaufen. Jetzt habe ich dann auf die Mail gedrückt, wo sie mir die Adresse zugeschickt hat. Ich kam damit nicht klar. Ich konnte die Mail, die Adresse, wo das hingehen soll, gar nicht eingeben und nichts machen. Denn da stand irgendwas mit Stadt, Provinz, Bezirk, Region, Stadt, Region, Provinz, Bezirk. Ich muss aber in ein vorgeschriebenes Feld bestimmte Sachen eingeben. Was ist davon, wo ist die Postleitzahl? Habe ich nicht. Was ist Straße, Hausnummer? Habe ich nicht. Provinz, Region, Bezirk, Stadt? Total verworren und vor allem, dass da zwei verschiedene Städte stehen, dass mehrere Provinzen dastehen, alles in einer Adresse, die so groß war, dass es total schwachsinnig war. Ich habe nochmal da angerufen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe zwar jetzt das Etikett, ich habe die Adresse, ich soll das auf eigene Faust dahin schicken, soll das aber online eintragen, wo es hin soll. Ich kann das online nicht eintragen, weil das gar nicht da reinpasst, weil es mir mal anzeigt, dass das gar nicht gefunden wurde. War ein Herr dran, ein netter Kollege noch von PayPal-Seiten aus. Er hat auch gesagt, was ist das denn für eine Adresse? Sowas hat er noch nie gesehen. Das kann man gar nicht eintragen, das kann man gar nicht wegschicken und es ist auch die größte Frechheit, denn Fakt ist, wenn ich das weggeschickt hätte, es wäre dort sozusagen nie angekommen, hat er auch gesagt, garantiert kommt das niemals an, weil es die Adresse gar nicht gibt und gleichzeitig müsste PayPal ja mir das Geld für den Versand noch erstatten und wenn die Sache eh nicht ankommt und der mir eh das Geld für die Ware wiedergeben muss, warum soll PayPal dann sinnlos eine Rücksendung bezahlen, die sowieso nicht ankommt? Das fand er so dreist, das hat ihm gereicht. Er hat gesagt, passen Sie auf, Herr Hess. Ich entscheide den Fall direkt zu Ihren Gunsten und das Geld geht direkt an Sie zurück. Sie haben das direkt jetzt wieder auf Ihrem Konto drauf. Dem Verkäufer schreibe ich, die Adresse ist gefaked, man kann es nicht zurückschicken, die Ware wird nicht zurückgeschickt und weil er eine gefälschte Adresse angegeben hat, bleibt die Ware bei mir, ich kriege mein Geld wieder, PayPal muss auch keinen Versand übernehmen, alles, Ding erledigt, Ding gegessen. Ich habe die Puppen also behalten können und ich habe mein Geld wiederbekommen, komplett alles. Jetzt habe ich unter dem letzten Video gesehen, denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende, die Geschichte ist zu Ende, okay, aber es kommt noch eine zweite Geschichte hinzu. Unter dem letzten Video hat mir jemand geschrieben, er hat die Puppen auch gesehen bei Amazon. Bei Amazon gibt es sie auch. Und ich habe gedacht, okay, hätte ich das gewusst, na klar. Vielleicht gibt es die bei Amazon und die haben sich einfach von da die Bilder geklaut, haben einen eigenen Shop gebastelt, so getan, als würden die verkaufen, um die Leute abzuziehen. Also bevor du irgendwas in einer Facebook-Werbung oder auf einer Facebook-Seite kaufst, guck lieber mal, ob es das bei Amazon gibt, weil bei Amazon weißt du ja, wenn was ist, du kommst auch zu deinem Recht, da kann dir eigentlich keiner was. Ich wollte unbedingt diese zwei Puppen haben, habe sie nicht bekommen, habe jetzt bei Amazon geschaut. Jetzt hat es ein bisschen gedauert und ich habe dieses Paket bekommen, pass auf. In diesem Paket sind diese zwei Kartons, das sieht ja schon mal gut aus. Während das einfach in den Müllsack kam und einfach ungesichert, weil da kann ja auch nichts kaputt gehen, es ist ja eh Schrott, ist hier richtig alles aufgefahren, was man machen kann. Denn ihr habt hier schön, das ist alles eingepackt nochmal, das ist abgesichert, da ist nochmal Folie drum, da sind Pakete drin, da sind zwei Kartons drin. Die Kartons müsst ihr auch extra nochmal aufmachen. In den Kartons
habt ihr nochmal Styropor drin. Und ich habe gedacht, so muss das aussehen. Wenn du richtig bestellst und richtig ein Händler dahinter steht, der richtig dir Ware liefert und der sich da um seinen Scheiß kümmert, dann muss das auf jeden Fall so aussehen. Dann habe ich natürlich die Styroporpackung aufgemacht, habe mich gewundert, oh wie süß, guck mal, da ist ja eine Mogwai-Puppe drin. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wie hässlich ist die denn? Es kann doch nicht sein. Jetzt bestellst du das Ganze bei Amazon. Guckt euch das nochmal an. Ich möchte es euch bitte nochmal zeigen. Hier eine schöne Plüsch. Die Betonung liegt auf Plüsch. Eine schöne Plüsch-Mogwai-Puppe. Wir sind dem Ganzen schon ein Stück näher gekommen, ja? Anstatt dem hier sieht es jetzt so aus. Das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Aber Bruder, ich schwör, was hat das mit Plüsch zu tun? Das ist knüppelhart alles. Das ist nicht detailliert. Das ist ultra hässlich. Sowas hätte ich mir nie gekauft und in den Schrank gestellt. Ich finde das einfach nur schrecklich. Ihr werdet sagen, so schlimm ist es gar nicht. Ich finde das aber schlimm. Ich kann euch gleich nochmal die direkten Bilder zum Vergleich zeigen. Und dann auch das Problem, was ich gefunden habe, was ich entdeckt habe, was schon wieder total dumm ist. So, dafür packen wir jetzt aber das zweite hier auch noch raus. Nehmen den hier, gucken uns den an. So, dann werdet ihr sagen, Herr Ramses, was willst du denn? Der sieht doch so aus. Der riecht auch total erbärmlich, aber gut, so betrachtet muss ich sagen, gefällt mir der hier eigentlich sogar besser als der andere. Aber das ist nicht weich, das ist kein Plüsch, das ist... Ich kann es nicht beschreiben, ich weiß es nicht. Mir ist dann aufgefallen, ich habe noch ein bisschen auf Amazon rumgeguckt. Und da habe ich einen Shop gefunden, der bietet diese Harzfiguren an. Harzfiguren Mogwai. Mogwai-Puppen aus Harzmaterial. Mogwai-Horror-Puppen aus Harz. Und da sind Bilder drin von genau diesen Teilen. Das beste Beispiel ist das Grüne. Der Unterschied von dem Grün, muss ich euch auch mal zeigen, muss ich mal einblenden. Ihr seht das Grüne als Plüsch und ihr seht das Grüne als Harzfigur. Jetzt erklärt mir mal, wer würde freiwillig diese Harzfigur bestellen, wenn er diese Plüschfigur haben kann, die so total toll aussieht. Und jetzt ist das Ding, das ist auch also ein anderer Shop gewesen als der Shop. Die haben auch diese Harzfiguren, aber haben sie ausgeschrieben als Plüsch. Detailliert, mit Haaren, weich, alles dran, hochkarätig, bestes Material, beste Qualität und dann packen die Bilder rein von diesen originalgetreuen Plüsch-Sachen, obwohl sie genau wissen, sie haben nur diese Harzteile und das ist für mich schon wieder Betrug. Das weicht schon wieder ab, die Bilder weichen ab, die Beschreibung weicht ab, alles weicht ab und auch dafür bin ich nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Habe das jetzt auch natürlich wieder gemeldet. Diesmal ist es über Amazon. Und es ist das gleiche Ding wie immer. Amazon hat gesagt, wir schicken das jetzt hin. Also beziehungsweise ich habe das gemeldet und es kam zurück. Wenn ich es zurückgeben möchte, dann soll ich die Sachen auf eigene Kosten bitte an folgende Adresse schicken. Dann haben die mir wieder irgendeine Adresse in China gegeben. Und ich hatte das gleiche Problem wieder. Wenn ich das zurückschicke, kommt das überhaupt an? Kriege ich das Geld für den Versand dann auch wieder? Gestern habe ich mit einem Amazon-Mitarbeiter telefoniert. Der hat gesagt, Moment, schicken Sie bloß nichts zurück. Das ist ja eine Adresse in China. Sie können das nicht nach China schicken. Wissen Sie, wie teuer das ist? Und vor allem weiß keiner, ob das dann überhaupt ankommt. Und jetzt ging das Ganze so weiter, dass er gesagt hat, er schreibt dem Verkäufer und der Verkäufer ist jetzt verpflichtet, entweder mir das Geld direkt zurückzuzahlen, ohne dass ich es zurückschicke, oder mir eine Rücksendeadresse innerhalb Deutschlands zu geben, wo ich das hinschicken kann, dann nachträglich das zurückfordern kann, aber durch das Zurückschicken mein Geld erstmal wiederbekomme. Und wenn der Händler keine Rücksendeadresse innerhalb Deutschlands hat,
dann hat er Pech und dann kann ich mein Geld direkt wiederbekommen. Amazon kümmert sich dann darum und das war's. Jetzt sollte er antworten, der Verkäufer, und sollte eine Adresse innerhalb von Deutschlands angeben und er schreibt einfach zurück: Tut uns leid, wir haben uns mit unserem Management beraten. Wenn die Qualität unserer Produkte Sie nicht befriedigt, bieten wir Ihnen an, 10% vom Einkaufspreis zu erlassen und Ihnen zu erstatten. Das gleiche also wieder wie bei dem anderen. Und das probiert jeder so. Ich meine, bei dem anderen wirklich? Ja komm, wenn du sagst, das passt nicht ganz, kriegst du 10% zurück. Hier kann man ja vielleicht noch ein bisschen sagen, ach komm. Aber nee, ich will sagen, ich wollte Plüsch, das war anders geschrieben, das war anders gezeigt. Ich will nicht das. Wenn ich das bestellt hätte, dann hätte ich das bekommen, dann wäre das okay. Finde ich wieder mal richtig kacke. Jetzt ist das auch nicht geklärt. Das erste ist geklärt, das zweite ist gerade noch nicht geklärt, das ist gerade mittendrin. Aber Amazon hat ja schon bestätigt, wenn die mir keine Rücksendeadresse geben für Deutschland, dann kann ich das behalten und sie zwingen ihn sozusagen, mir das Geld zurückzugeben. So, und das ist alles, das ist die ganze Geschichte. Ihr seht also, auch wenn ihr mal ins Fettnäpfchen greift, lasst nicht alles auf euch sitzen, ja. Wehrt euch, erkundigt euch, auch wenn der Aufwand ein bisschen größer ist, auch wenn ihr da meldet, anschreibt, E-Mails hin und her, nochmal telefoniert, dann habt ihr schon ein Versandetikett, dann müsst ihr aber nochmal anrufen, dann habt ihr wieder einen anderen Mitarbeiter, der sagt, Moment, die Adresse, die gibt's gar nicht, schicken Sie das nicht zurück. Lieber mal mehr nachfragen, lieber am Ball bleiben, als einfach zu denken, boah, ich habe in die Scheiße gegriffen, ich bestelle nicht mehr und bleibe auf den Kosten sitzen, denn niemand möchte sowas, wenn man was anderes bestellt hat, wie gezeigt. Die sind ja vielleicht ganz süß für manche, aber ich kann damit wirklich gar nichts anfangen. Das ist ein Schritt fast in die richtige Richtung gewesen, aber trotzdem wurde wieder gefaked. Hätten sie eben die richtigen Bilder, denn es gibt ja richtige Bilder, der andere Shop hat auch genau Bilder, genau diese Bilder von diesen Figuren. Und wenn man diese Figuren hat, dann muss man doch diese Bilder angeben und zeigen und vor allem nicht extra noch Plüsch oben reinschreiben, wo man genau weiß, es ist kein Plüsch. Also war es auch wieder nur fake, abgewandelt, gefakte Bilder, gefakte Beschreibung und denken, die Leute kaufen es und die Leute sind eh zu dumm, das zurückzugeben. Keiner hat Bock, da irgendwie 20 Mal zu telefonieren und hin und her zu machen. Aber ich hab das. Weil ich wehr mich. Ich möchte das nicht auf mir sitzen lassen. Ich denke mal, das Geld kriege ich also auch wieder. Ob ich die noch zurückschicken muss oder nicht, das steht noch aus. Entweder kann ich sie, wie gesagt, behalten und kriege das Geld wieder. Oder ich muss sie nach Deutschland zu einer Adresse innerhalb Deutschlands zurückschicken, was dann natürlich deutlich günstiger ist, wo ich mein komplettes Geld wieder kriege und dann eben auch für dieses Rücksendeetikett die Kosten erstattet bekomme. So, ansonsten war es das jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Passt bitte auf, was ihr macht. Passt bitte auf. Und wenn ihr nicht aufgepasst habt, dann geht dem nach. Es ist eigentlich eine schöne Sache von PayPal, von Amazon, von allem. Die lassen euch da nicht hängen, die helfen euch wirklich. Also fragt lieber nach, wenn irgendwas komisch ist. Wenn ihr gute Mitarbeiter an der Leitung habt, dann kommt ihr immer zu eurem Recht. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.